Willkommen zurück, schön, dass wir da bist hier am Montag. Heute will ich mal über ein etwas anderes Thema mit dir reden. Heute geht es mal ein bisschen in diese Männlichkeitsrichtung. Was bedeuten Frauen überhaupt für uns Männer? Heute soll es mal nicht um reines Flirten gehen, um reine Techniken, sondern wir wollen ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Und ich komme auf das Thema, weil ich merke, dass von vielen Männern aus heute ein falscher Umgang mit Frauen vorherrscht. Dass Männer eine falsche Sichtweise darauf haben, was Frauen für uns Männer sein sollten. Viele Männer durchlaufen folgenden Rhythmus, sage ich mal. Ich habe das schon mal in Videos darüber gesprochen. Sie sind erst zu Hause bei ihrer Mutter, dort wachsen sie auf, die Mama kümmert sich um alles, dann kommen sie raus aus dem Elternhaus und wollen dann meistens so schnell wie möglich in die nächste Beziehung mit der nächsten Frau, wo sie sich dann niederlassen. Das machen viele Männer, damit die nächste Frau sich dann wieder in Form einer Mutter um all ihre Bedürfnisse kümmern kann. Ohne dass diese Männer jemals eine Zeit gehabt haben, wo sie mal für sich waren, wo sie mal zum Mann überhaupt erstmal werden konnten. Das Mannsein ist ganz wichtig, nicht nur, weil das attraktiv auf Frauen wirkt. Das ist viel wichtiger für dich persönlich, weil das ist eine deiner Grundmotivationen. Du möchtest dich einfach als Mann fühlen. Das hängt übrigens auch viel damit zusammen, dass du Erfolg mit Frauen haben willst. Denn wenn du Erfolg mit Frauen hast, dann wirst du von anderen Männern als cooler oder krasser Mann wahrgenommen. Du kriegst also Anerkennung von anderen Männern. Und das ist das, was sich viele Männer im Zusammenhang mit dem Erfolg mit Frauen eigentlich wünschen, ist auch die Anerkennung anderer Männer. Natürlich geht es auch um die Frauen und darum, dass wir gerne Sex mit denen haben. Das ist ganz klar. Aber darum geht es auch sehr viel. Du solltest also nicht einfach, gerade wenn du jetzt aufwächst, wenn du ein jüngerer Mann bist, aus dem Elternhaus rauskommen wollen, nur um dann sofort in die Beziehung mit der nächsten Frau, die sich um alles kümmert, zu gehen, die deine Ersatzmama ist. Das wollen Frauen übrigens auch nicht. Und so eine Beziehung crasht dann ziemlich schnell, geht dann ziemlich schnell schief. Und das ist krass problematisch, wenn du dann solche Verpflichtungen eingegangen bist wie gemeinsames Wohnen. Bei gemeinsamem Wohnen sollte man da immer aufpassen und gucken, mit wem man da zusammenwohnt. Das ist eine große Sache. Viele Männer versuchen auch durch Frauen innere Unzufriedenheit oder ein inneres Fragezeichen zu lösen oder zu ersetzen. Was meine ich damit? Innere Unzufriedenheit, viele Männer oder Jungs in der heutigen Gesellschaft, Menschen in der heutigen Gesellschaft allgemein, haben es schwer, ihren Platz zu finden. Wo gehöre ich hin? Was ist hier meine Aufgabe? Habe ich als Mann hier überhaupt noch eine Aufgabe? Das Ganze wird natürlich nochmal erschwert durch dieses ganze Feministin-Wellending. Männlichkeit ist eine ganz schlimme Sache, was ganz Schlechtes. Und da fragt man sich jetzt mal natürlich, was ist denn jetzt meine Aufgabe? Okay? Ich brauche kein Provider mehr sein, ich brauche nicht mehr der Familienvater sein, der sich um alles kümmert. Das kann es nur tatsächlich auch die Frau machen, also im Sinne vom Finanziellen her. Sie kann auch finanziell für ihre eigene Familie eintreten. Der Mann wird in manchen Belangen unwichtiger, aber in recht elementaren Belangen ist er immer noch wichtig. Das Problem ist, dass Männlichkeit heute oft negativ dargestellt wird und deswegen deassoziieren sich auch viele Männer von männlichen Attributen wie Aggression, Dominanz oder Führung. Weil das ist böse, schlechte Maskulinität, toxische Maskulinität. Davon distanzieren sich dann viele Männer. Und das trägt wieder dazu bei, dass viele Männer oder Jungs nicht wissen, wo es überhaupt hin soll, wo es überhaupt hingehen soll oder wer sie überhaupt sind hier in dieser Welt, in diesem Leben. Und das hat zur Folge, dass viele jüngere Männer dann in solchen Sachen verloren gehen wie Videospielen, denn das ist eine wunderbare und schnelle Ablenkung. Videospiele, tolle Ablenkung, du kannst erfolgreich werden in einer virtuellen Welt, wo du vielleicht es nicht so leicht hast, hier in der echten Welt erfolgreich zu sein. Aber nicht nur Videospiele sind ein Fluchtmechanismus für viele Männer, sondern auch das Thema Frauen kann ein wunderbarer Fluchtmechanismus sein und ich sag mal so ein sozial anerkannter Fluchtmechanismus. Wenn du viel Videospiele spielst, dann fragt dich irgendwann jemand, hey, sag mal, was ist los? Hast du dein Leben nicht im Griff oder warum? Was geht denn bei dir ab? Wenn du aber mit vielen Frauen schläfst, dann werden die meisten Leute dich vielleicht höchstens einen Player nennen oder jemanden, der, krass unterwegs ist oder was auch immer. Von den Männern bekommst du wahrscheinlich hier Anerkennung. Frauen finden das vielleicht eher so ein bisschen blöd, aber vielleicht auch interessant. Auf jeden Fall wirst du nicht so viel negatives Feedback bekommen. Und die meisten sind eben keine Player. Die meisten haben dann ein bisschen was mit Frauen, haben vielleicht eine feste Freundin. Und für eine feste Freundin, für eine Partnerschaft bekommst du viel positives Feedback. Und das ist ja auch in Ordnung, weil eine feste Partnerschaft ist ja auch nichts Schlechtes, sondern etwas Schönes unter Umständen, je nachdem, wie die aufgebaut ist. Aber es kann halt auch als Ablenkung dienen, als Ablenkung dafür, dass du nicht genau weißt, wo du eigentlich hin willst, was dein Weg ist. Und das Problem ist, wenn du dich mit der Frau ablenkst, dann denkst du halt, okay, jetzt ist alles in Ordnung, weil die Frau komplettiert dich sozusagen oder lenkt dich davon ab, dass du nicht weißt, wo dein Weg hingeht.
Und du kümmerst dich nicht weiter drum, weil du denkst, okay, was auch immer davor gefehlt hat, jetzt ist es in Ordnung. Aber es ist nicht in Ordnung, es ist nicht gelöst, es ist nur überdeckt. Und das sorgt dann oder führt dann auch viel dazu, dass man abhängig wird von der Frau. Das ist ja ganz klar, weil du merkst halt, okay, die Frau sorgt dafür, dass ich mich jetzt gut fühle, die Frau füllt diese Leere, dann brauche ich sie natürlich unbedingt, dann muss sie natürlich da bleiben, denn ansonsten bin ich wieder bei dieser Leere. Und das ist ein großes Problem, weil diese Leere, das ist etwas sehr Unangenehmes. Und ich kenne das von mir selbst. Es ist sehr unangenehm, nicht zu wissen, wo es lang geht. Nicht zu wissen, wo führt mein Weg jetzt hin. Das fühlt man nicht gerne. Aber genau das muss man fühlen. Man muss in Ordnung damit werden. Man muss sich anfreunden. Man muss Akzeptanz üben gegenüber dieser unangenehmen Gefühle. Dieses Nichtwissens, wo es hingeht. Denn nur indem man durch das Tal des Nichtwissens geht, erreicht man die Erkenntnis und lernt dann langsam, wie so eine Zwiebelschale aufpellen, lernt dann langsam, erfährt langsam, wo es denn hingehen könnte oder was der eigene Weg ist. Und wenn man das mal gefunden hat, dann hat man so eine ganz fundamentale Anziehungskraft auf Frauen, weil dann ist man geerdet, dann hat man seine Mitte gefunden, jetzt mal sozusagen. Dann kann man die Frauen auch anziehen, ohne dass man Angst haben muss, dass sie verloren gehen, weil die Frauen sind nicht das, was dich komplettieren, sondern deine Reise ist das, was dich komplettiert. Deine Reise als Mann, deine Mission als Mann ist ja so ein häufiger Begriff. Deine Aufgabe, ich finde das Wort Aufgabe sehr schön, deine Aufgabe hier in dieser Welt. Und natürlich, wenn du 15, 16 bist, 18, musst du das noch nicht wissen. Auch später musst du das nicht unbedingt super schnell wissen. Du kannst dir Zeit lassen für diesen Prozess. Und es ist natürlich schön, wenn dich jemand begleitet auf diesen Prozess. Da kommt wieder der Punkt, dass es schade ist, dass viele Väter uns als Kinder nicht begleitet haben und uns vielleicht gezeigt haben, wo unser Platz hier sein könnte. Und wir müssen das teilweise selbst rausfinden. Und ich hoffe, wir können das in der nächsten Generation anders machen. Und ich würde meinen Kindern, wenn es dann Jungs werden, gerne einfach einen Weg mitgeben. Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Herzensbedürfnis von mir, das meinen Kindern mitgeben zu können. Eine ganz wichtige Sache. Guck also in deinem Umgang mit Frauen, auch wenn es jetzt ums Thema Frauen ansprechen geht, denn das kann auch eine Ablenkung sein. Guck, okay, ist es das? Ist es eine Ablenkung oder ist es etwas, was darauf fußt, dass ich bereits gute Arbeit an mir selbst geleistet habe? Und verstehe mich nicht falsch, das kann auch gerne parallel passieren. Du kannst parallel auf dem Weg dazu sein, dich zu entdecken, aber trotzdem was mit Frauen haben. Das muss sich nicht ausschließen. Du musst nicht die Frauen für immer erstmal wegpacken, bis du das hier geklärt hast. Das kann helfen, aber das muss nicht sein. Du musst nur bewusst dir darüber sein und aufpassen, dass du nicht die Frau zur Ablenkung benutzt. Na? Das ist auch kein, ich sag mal, schöner Umgang, eine andere Person zu benutzen, um hier etwas zu verdecken. Und funktioniert auch nicht. Funktioniert nicht, führt nur zu Problemen in der Beziehung. Andersrum, wenn du das hier geregelt hast, ist das Thema Frauen deutlich einfacher. Deswegen sollte es immer mindestens mal Zweierarbeit sein, auf beiden Gebieten. Aber das hier darf nicht vernachlässigt werden. Und deswegen frag dich einfach mal, diesen Gedanken möchte ich bei dir anstoßen, deswegen frag dich einfach mal, welche Rolle spielt denn die Frau, Frauen überhaupt in deinem Leben? Und spielt es vielleicht eine zu große Rolle? Oder, das könnte auch sein, kümmerst du dich etwas zu wenig darum? Vielleicht bist du schon auf deiner Reise, aber hast dieses Thema komplett außen vor geschoben, weil du dich vielleicht dem Thema nicht nähern willst. Es könnte natürlich auch sein, dass du dich doch etwas zu wenig um das Thema kümmerst. Aber horch einfach mal in dich rein. Ich hoffe, oder ich wollte das mit diesem Video anstoßen. Schau mal, warum willst du Frauen? Was ist der Grund? Ist es, um etwas zu verdecken, was bei vielen Männern der Fall ist? Ist es, um vor etwas davor wegzulaufen, was bei vielen Männern der Fall ist? Oder kommt es von woanders? Und wenn ja, woher kommt es? Setz dich gerne mal hin, das empfehle ich jedem Mann, setz dich gerne mal hin, nimm dir ein paar Stunden Zeit, geh in den Wald, baue dir so einen kleinen Steinkreis, das habe ich schon öfter gemacht, das ist ganz toll, baust dir einen kleinen Steinkreis, machst dir einen Timer an, 4 Stunden oder so, setz dich da hin und machst einfach nichts. Machst einfach nichts und guckst mal, was so hochkommt, denkst mal ein bisschen über dieses Thema nach, meditierst gerne über dieses Thema und schaust mal, was passiert, denn um an tiefere Antworten zu kommen, müssen wir eben aufhören, uns abzulenken. Aber das tun wir nicht nur mit Frauen, das tun wir auch mit Musik, Freunden, Arbeit, Fitness, Ernährung, Netflix, was auch immer. All die Sachen sind Ablenkung, können Ablenkung sein, können auch etwas anderes sein. Du musst verstehen, dass all diese Sachen nicht per se schlecht sind. Es ist die Frage, als was benutze ich sie? Für mich war und ist zum Beispiel Essen groß Ablenkung. Früher, wenn ich emotionalen Schmerz hatte, habe ich mit Essen das Ganze geregelt. Und das ist immer noch eine Gewohnheit bei mir, eine Gewohnheit, die ich irgendwie immer noch so ein bisschen, wo ich aufpassen muss, um da nicht tiefer reinzurutschen. Und bei vielen anderen Menschen ist das was anderes. Ich habe einen Kumpel, bei dem ist das Computerspielen. Bei jemand anderem ist es vielleicht viel mit Freunden machen und immer unterwegs sein, immer irgendwas machen. Aber bloß nie in Ruhe sein. Und bloß nie mal diese Ungewissheit spüren. Aber du musst
dich anfreunden mit dieser Ungewissheit. Dann kannst du deinen Weg finden und dann wirst du auch den richtigen Umgang mit Frauen finden. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, diese tiefere Thematik hat dir gefallen. Schön, dass du hier warst. Links neben mir abonnierst du den Channel, wenn du es noch nicht gemacht hast. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben, wenn wir uns um all diese Themen gemeinsam kümmern sollen. Ich bin der Mentor, der dich begleitet auf diesem Prozess. Prozess hin zu deinem eigenen Weg, Prozess hin zu mehr Erfolg mit Frauen. Beides gehört zusammen. Da kannst du dich bewerben, unter mir. Rechts unten geht es ein Video, das hieran anknüpft. Schau unbedingt hier vorbei, wenn du bis hierhin geschaut hast. Übermorgen sehen wir uns wieder. Sehr geil, dass du hier warst. Bis dahin, ciao.